Moin, moin. Heute möchte ich von Geistern und Dämonen im Märchen erzählen. Zunächst eine kleine Erklärung. Viele Menschen in der Welt glauben an Geister, an unsichtbare Wesen, die sich überall befinden können. Im Stein, im Baum, im Wind, im Regen. Sie können den Menschen etwas Böses antun oder ihnen in der Not helfen. Dämonen sind menschenähnliche Wesen. Sie versuchen immer, den Menschen ein Leid zuzufügen. Ein Märchen aus Japan. Vor langer Zeit lebte in Japan ein Brückenbauer. Er war weit über die Berge hinaus bekannt, bis hin zu den vielen kleinen Inseln. Seine Brücken überspannten tiefe Schluchten und reißende Flüsse. Einmal kommt ein Fremder von weit her. Er tritt in die Hütte des Brückenbauers. Respektvoll grüßt er mit einer tiefen Verbeugung. Bist du der berühmte Brückenbauer? Lang und beschwerlich war meine Reise zu dir. Ich bitte dich, hilf uns. Ein reißender Fluss zertrennt unser Dorf. Die gewaltige Strömung reißt immer wieder die Brücken fort. Ohne eine Brücke sind wir einsam und allein. Der Freund kann nicht zum Freunde am anderen Ufer kommen. Wir können unser Obst nicht verkaufen. Und der Reis verdorrt auf den Bergterrassen. Ohne eine Brücke sind wir einsam und allein. Auch der Brückenbauer grüßt mit einer tiefen Verbeugung. Fremder, ich freue mich über deine freundlichen Worte. Du bittest mich um Hilfe. Ich will dich nicht enttäuschen. Du hast recht, so manche Brücke habe ich gebaut. Du sollst nicht umsonst gekommen sein. Gern werde ich mit dir gehen. Und schon machen die beiden sich auf den Weg. Ihr Pfad führt durch tiefe Schluchten und über baumlose, felsige Höhen. Und dann kommen sie in ein wunderschönes Tal. In der Ferne ragen die schneebedeckten Gipfel eines Gebirges auf. Zu beiden Seiten des reißenden Flusses stehen Hütten aus Bambusrohr, dicht aneinander gedrängt. Der Brückenbauer kommt. Er ist schon im Dorf. Die Holzfäller, die Brauern, die Frauen, die Kinder, alle eilen herbei und verneigen sich dankbar und ehrerbietig vor dem Brückenbauer. Ein alter Mann zeigt zum Fluss hinunter. Nun haben unsere Sorgen ein Ende. Der Brückenbauer dankt für den freundlichen Empfang. So manche Brücke hat er gebaut und er weiß, auch dieses Mal wird er den Menschen helfen können. Gleich am nächsten Morgen, der Tau liegt noch auf den Gräsern, geht der Brückenbauer am Fluss entlang. Er sucht eine geeignete Stelle für seine Brücke, geht flussaufwärts und kommt wieder zurück. Wie schwierig ist die Aufgabe. Die Strömung des Flusses ist so stark. Wie soll er das nur schaffen? Immer wieder kommt er an einer Stelle vorbei, an denen mal eine Brücke gestanden hatte. Aber die gewaltige Strömung hatte Pfähle und Planken zerstört. Unerreichbar erscheint ihm das andere Ufer. Nie wird der Freund zum anderen Freunde kommen. Das Dorf muss getrennt und einsam bleiben. Der Brückenbauer ist verzweifelt. Worauf habe ich mich nur eingelassen? Wie konnte ich nur so verwegen sein, um es mit diesem Fluss aufzunehmen? Da entsteht in der Mitte der Strömung ein Brausen und Tosen, ein Wirbeln und Kreisen von peitschenden Wellen. Hoch wie ein Riese erhebt sich ein Dämon aus dem Wasser. Er schüttelt sein nasses rotes Haar, prustet und schwingt einen Eisenstab wie ein zierliches Bambusrohr. Breit und mächtig sind seine Hörner. Mit seinen Füßen hätte er den Brückenbauer wie einen Wurm zertreten können. Ängstlich weicht der Brückenbauer zurück. Der Dämon aber kommt näher, kommt immer näher.
Höre, Mann, vergeude nicht deine Zeit. Nie wirst du es schaffen, eine Brücke zu bauen. Die Strömung des Flusses ist so stark. Lass mich es tun. Niemand wird es sehen. Und du bleibst der berühmte Brückenbauer. Als Lohn für meine Arbeit gibst du mir dein Augenlicht. Überlege nicht so lang, sonst bin ich wieder verschwunden. Schon sieht es so aus, als wollte der Dämon in den reißenden Fluten versinken. Sein Angebot ist verlockend, aber der Brückenbauer denkt doch nicht daran, ihm seine Augen zu geben. Und er überlegt, hat er erst die Brücke gebaut? Ach, dann finde ich eine Lösung. Alles andere wird sich ergeben. Und er ruft, ja, warte, warte, ich will es tun. Niemand sieht, wie der Dämon die Brücke baut. Seine Kräfte sind unermesslich. Der Brückenbauer ist nicht mehr als ein Spielzeug in seiner Hand. Als am Abend die Dorfbewohner kommen, steht die Brücke mit zwei gewaltigen Eisenbogen von einem Ufer zum anderen. Die Holzfäller, die Bauern, die Frauen, die Kinder, sie eilen auf die Brücke. Sie trippeln, sie tänzeln, sie stampfen mit kräftigen Schritten. Unter ihnen schäumen und brausen die Wellen des reißenden Flusses. Aber die Brücke hält stand. Der Freund kommt herüber zum anderen Freund. In der Abenddämmerung taucht der Dämon aus der Tiefe des Flusses auf und stellt sich vor den Brückenbauer. Ich habe mein Versprechen gehalten. Nun gib mir dein Augenlicht. Entsetzen packt den Brückenbauer. Erbarmen, erbarmen, erbarme dich. Nimm dir einen Arm oder ein Bein, aber nicht meine Augen. Der Dämon scheint seinen scheußlichen Spaß an der Angst des Mannes zu haben. Es gefällt ihm, noch eine Weile sein Spiel mit ihm zu treiben. Und er prustet, ich wüsste vielleicht einen Ausweg. Gelingt es dir, meinen Namen zu erraten, dann will ich auf den Lohn verzichten und dich laufen lassen. Und dabei ist er sich sicher, dass es dem Brückenbauer nie gelingen wird. Ratlos irrt der arme Mann umher. Nur einen Tag hat der Dämon ihm gelassen. Wie soll er an einem Tag den Namen finden? Es gibt doch tausend und abertausend über alle Inseln verteilt. Der Tag vergeht und der nächste Tag beginnt. Der Brückenbauer hat alle Hoffnungen aufgegeben. Bei den Holzfällern im Walde, bei den Frauen in den Häusern, bei den Bauern auf den Feldern. Überall hat er gefragt, aber niemand kennt den Namen des Dämons. Die Stunde kommt, in der er vor den Dämon hintreten muss. Mutlos, mit zögernden Schritten geht er über den Dorfplatz. Um ihn herum singen und tanzen und spielen ein paar Kinder. Da fällt ihm ein Name auf, den er noch nie gehört hatte. Orinoku, du schüttelst deine rote Mähne und schwingst den Eisenstab dazu. Orinoku. So singen die Kinder und klatschen dazu in die Hände. Orinoku, ruft auch der Brückenbauer. Er geht nicht mehr mit zögernden Schritten, nein, er läuft zum Fluss hinunter. Da taucht der Dämon aus der Tiefe des Flusses auf und stellt sich vor den Brückenbauer. Er schüttelt sein nasses rotes Haar, prustet und schwingt den Eisenstab. Er will sich an der Angst des Mannes erfreuen. Er will ihn zappeln lassen. Nun, die Frist ist um. Nenne mir meinen Namen oder gib mir dein Augenlicht. Der Brückenbauer tut so, als zittere er vor Angst. Heißt du Taro? So heißt doch kein Dämon. Heißt du Sapuro? Nein, gib es auf. Nie wirst du ihn erraten. Da sagt der Brückenbauer,
heißt du vielleicht Orinoku. In dem Augenblick hat der Dämon seine Macht über den Mann verloren. Er versinkt in den reißenden Fluten. Hoch schlagen die Wellen über ihm zusammen. Nie wieder hat der Brückenbauer etwas von dem Dämon gehört.